16 Bars TV heute mit Sido und Visavi auf einer Couch, auf der noch nie Interviews gemacht wurden. Das ist auch, man merkt das, wie neu die ist. Die ist noch, die riecht noch nach Leder. Ich glaube, das ist ein schöner Ort, um Interviews zu machen. Ja, die riecht nach Leder, weil vorher Rolling Stones hier drauf ein Interview gemacht haben. Wirklich? Die Rolling Stones saßen auch schon hier drauf? Bestimmt. Dann finde ich es ja fast schon wieder cool. Aber deswegen riecht die nach Leder. Lederhaut. Naja, klar. Rolling Stones normal. Schön, dass wir uns schon wiedersehen. Ja. Wir treffen uns ja heute eigentlich natürlich wegen der Veröffentlichung deines Best-of-Albums. Wir haben uns aber vor gerade mal ein paar Tagen gesehen. Du warst nämlich zu Gast in meiner neuen Show Wie jetzt. Ja. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, ganz kurz zu Beginn, wie hat es dir gefallen? Sitzt dir der Abend noch in den Knochen? Hattest du Spaß? Also ich vertrage ja was. Sonst würde mir der Abend bestimmt noch in den Knochen sitzen. Ich hatte am nächsten Tag keinen Kater. Obwohl jeder darauf gewettet hätte, dass ich einen Kater habe. So viel kann man ja aber sagen über die Sendung, oder? Und dass man, dass ich mich so sportlich betätigt habe, wie schon lange nicht mehr. Ernsthaft? Ja. Und würdest du wiederkommen, wenn man dich einladen würde? Ja, gerne. Aber erstmal möchte ich jetzt alle anderen Rapper sehen. Unter denselben Umständen. Ich verrate nicht zu viel. Aber das wäre schon toll, alle, auch mal andere dabei zu beobachten. Wenn du nur ein paar Adjektive finden könntest zu diesem Abend, ohne, wie gesagt, so viel zu verraten? Großartig und sehr vielversprechend. Ja, also ich wünsche euch mit dieser Sendung sehr viel Glück. Ich glaube dran, die wird super. Okay, am 12.12. kann man wie jetzt ja dann gucken. Ab 12.12., weil das wird es öfter geben, hoffentlich. Da hast du komplett recht. Wenn es gut läuft, ne? Wenn die Leute auch Sequenz abonnieren. Ich abonniere. Das finde ich super. So, dein Album, dein Best-of-Album. Es ist ja jetzt passend zum Weihnachtsgeschäft wahrscheinlich eine ganz, ganz nette Angelegenheit, so ein Album zu veröffentlichen. Oft sagt man ja so Best-of-Alben nach, dass es so ein bisschen ausgemisteter Kram ist, der zusammen auf einer Compilation gepackt wird, damit man eben weihnachtsgeschäftstechnisch noch ein bisschen was rausholen kann. Ist es tatsächlich nur das? Ist so, nein. Ist es auch ein Stück weit eine Herzensangelegenheit oder gar nicht? Nee, komplett, weil die komplette Auswahl auf der Best-of ist von mir. Das sind meine Lieblingssongs. Das war mir auch sehr wichtig, wenn eine Best-of dann nicht nur die Hits, 12 Lieder oder was und dann Dankeschön, sondern ich habe mich da wirklich hingesetzt, Beck da saß mir gegenüber und dann haben wir uns alle CDs, die ich gemacht habe, angeguckt, die Trackliste und die Songs, die mir am besten gefallen haben, rausgeschrieben. Hier und da mal ein Song rausgeflogen. Arschweg-Song zum Beispiel ist nicht drauf. Warum nicht? Hat nicht gepasst. Das Album als Beste war rund, so wie es war. Der Song wäre der einzige von 40 Songs oder so, der rausgestochen hätte. Brauchten wir nicht. Nach welchen Kriterien hast du das ansonsten ausgewählt? Hast du vielleicht auch irgendwie emotionale Geschichten verknüpft mit manchen Songs? Hast du an irgendwas gedacht und auch versucht, danach auszuwählen? Ein Song wie Wenn das alles ist, der auf meinem letzten Album war mit J-Love. Den hat keiner so wirklich wahrgenommen. Für mich ist das einer meiner Lieblingssongs. Deswegen ist der da drauf. Wahrscheinlich werden Leute, die den auf dem Album nicht wahrgenommen haben, werden wahrscheinlich weiter skippen. Habe ich dich angeschaut? Ja, das wollen wir nicht. So. Werden vielleicht auch weiter skippen. Oder sie denken sich immer, warum findet Sido das einen guten Song? Vielleicht höre ich nochmal hin. Ja? Aber der ist nun mal auch sehr persönlich und wahrscheinlich spricht er auch mehr von mir. Aber die Leute finden ja auch Testament gut. Und das ist ja, da geht es ja auch nur um mich und Leute, die ich kenne und was ich denen geben würde. Und sie, also glaube ich auch, dass so ein sehr persönlicher Song wie Wenn das alles ist, den Leuten auch gefallen müsste. Ich glaube, ich habe dich mal in einem Interview sagen hören, dass du dir eigentlich alte Sachen gar nicht mehr so gerne und gut anhören kannst. Nee, kann ich auch nicht. Deswegen ist auch vom ersten Album sehr wenig drauf. Also Leute haben mich gefragt, warum ist Aus dem Weg nicht drauf und Knast und was auch immer so Songs. Ich glaube, Knast ist drauf sogar. Aber es gibt eben kann ich es nicht mehr hören. Und ich will das ja auch hören. Ja, mir muss das ja auch gefallen. Bist du dann unzufrieden vielleicht mit früheren Rap-Techniken, Texten oder deiner Stimme? Oder was ist das, was dich das dann so ein bisschen unangenehm empfinden lässt? Nur die Technik. Ich finde die Themen super. Finde auch die Texte gut. Alles, was ich sage, super. Man hätte es besser verpacken können. Man hätte. Und ich meine, es war damals ja auch schon so, dass die Reimstruktur sich verändert hatte und so weiter. Wir Berliner, wir haben nur auf sowas immer einen Scheiß gegeben. Ja, auf Doppelreime und überhaupt irgendwelche Reimstrukturen und so weiter. Darauf haben wir immer einen Scheiß gegeben und so klingt mein erstes Album noch.
Finde aber, zu einer Weiterentwicklung gehört dann eben auch dazu, sich technisch weiterzuentwickeln. Und deswegen hat sich das eben alles verändert. Ich habe vorhin schon gehört, dass das vielleicht gerade, dass ich nicht so gut gerappt habe, die Sache ausgemacht hat. Kann sein. Wie Aber lustig isst du eigentlich diese Mandarine? kennst du das nicht mehr? Also ich mag diese Haut nicht so gerne und dann versuche ich nur das Fleisch zu essen. Aber auch so in so mini kleinen Einzelstücken. Das geht voll klar. Geht nicht bei jeder Mandarine, das ist eine gute Clementine. Guten Appetit. Danke. Wenn man so ein Best-of-Album veröffentlicht, dann blickt man ja wahrscheinlich auch vielleicht sogar so ein bisschen melancholisch zurück. Hast du irgendwelche Erkenntnisse gezogen, als du deine Karriere so ein bisschen reflektiert hast? Gab es Momente, an die du dich jetzt noch lieber erinnerst? Gab es vielleicht auch unangenehme Erinnerungen, die wieder hochgekommen sind? Nein. Also bei Liedern wie Testament oder Ein Teil von mir war ich sehr emotional, als ich das geschrieben habe. Und wenn ich diese Songs heute höre, dann merke ich dieses Gefühl wieder. Obwohl sich da ja auch vieles verändert hat, gerade bei den Liedern. Aber trotzdem, man merkt das schon noch. Und ich merke auch, wenn ich mir so eine CD und ich habe mir nicht nur die Trackliste auf den einzelnen CDs angeguckt, sondern auch das Cover wieder durchgeblättert und alles gelesen, die Fotos angeguckt und so weiter. Da erinnere ich mich dann auch an die jeweilige Zeit immer wieder zurück. Also erste Album noch da bei Aggo Berlin in diesem stillgelegten Puff und so weiter. Da haben wir auch die Fotos gemacht. Wir sind in kein Fotostudio gegangen, sondern haben einfach eine weiße Wand genommen und haben davor Fotos. Also trotzdem alles sehr gut geworden. Und dann das nächste Album auf Ibiza und das danach in Leipzig in so einem Keller, wo einer von den Produzenten eine Pilzvergiftung hatte und so weiter. Ja, also ja, man wird ein bisschen melancholisch, erinnert sich so zurück an die Zeit. Aber ich freue mich auch. Also das ist keine traurige Melancholie. Ist so, die macht mir Spaß. So wie abends vor dem Kamin sitzen und einen Rotwein trinken. Das klingt jetzt nicht so, aber für mich klingt das wie so ein schönes, melancholisches, ruhiges Bild. Ich weiß jetzt, die Rapper sagen alle, ach, ist das ein spießiger Idiot geworden. Aber ich find das sehr schön. Ein Glas Rotwein. Lieblich soll er sein. Ich mag nicht, wenn er so stark, so strong ist. Kein Jägermeister mehr. Doch, Jägermeister auch, aber für so zu Hause. Also, was bringt mir nichts, zu Hause besoffen zu sein? So, bringt mir nichts. Da muss ich schon die richtige Atmosphäre für haben. Das hat meistens eine Party oder auch im Studio zum Beispiel. Aber zu Hause bringt mir das nichts. Jägermeister-Kopf, dieser Rotweinkopf, der reicht. Ich habe dir heute extra keinen Jägermeister mitgebracht, weil, glaube ich, noch 83 Interviews folgen. Deswegen dachte ich nicht wieder für die nachfolgenden dich besoffen machen. Problem ist auch Nikolaus. Ja? Ich muss Solomann noch treffen. Stell dir vor. Stimmt. Wir haben uns genau vor einem Jahr auch zum Nikolaus hier getroffen. Wirklich? Hier? Genau vor einem Jahr auf dieser Couch auch zum Nikolaus. Krass. Da hast du mir Jägermeister geschenkt, aber. Da habe ich dir Jägermeister geschenkt und da hast du nämlich genau diesen Satz gesagt: Ich muss mich noch bei meinem Sohn melden. Jetzt fällt es mir wieder ein. Siehst du, krass? Ja, aber das ist eben, ja, geht heute nicht. Musst du auch nicht. Ich habe mir so ein paar alte Interviews auch von dir angeguckt, um eben auch mal so ein bisschen deine Zeit zu reflektieren. Und da habe ich einen sehr schönen Ausschnitt gefunden von 2004 war das, glaube ich. Da warst du bei Viva Interaktiv und da warst du ganz euphorisch und hast erzählt, dass du mit deinem Team zusammen auf der Straße Shampoos getrunken hast, weil du dich so über die Trendcharts gefreut hast. Wie ist das heute? Wie gehst du heute mit so Erfolgserlebnissen um? Ist man da mittlerweile schon verwöhnt und kann das alles gar nicht mehr so zu schätzen wissen wie früher? Das höre ich oft. Du bist voll verwöhnt. Du jammerst auf hohem Niveau und so weiter. Das höre ich oft, aber ich finde Charts nicht mehr so interessant. Also, weil mittlerweile ist es auch nicht mehr so krass, in die Charts zu kommen. Also, es ist nicht mehr wie früher, wo wir haben uns darüber gefreut, dass wir in den Platz, also wir sind ausgestiegen aus dem Auto, als wir gehört haben, Trendcharts Platz 3 für einen Rapper. Eigentlich, woher kennt den einer? Für uns war einfach klar, alles, was wir bis jetzt gemacht haben, war der richtige Weg. Das hat sich an dem Tag so gezeigt. Deswegen haben wir das so gefeiert und haben auch immer wieder damit kokettiert und jedem erzählt, wo wir waren, wie toll wir sind und jede goldene Platte groß in die Kamera gehalten und so weiter, weil es wirklich was Besonderes auch war für so ein Independent-Plattenlabel. Auch gerade im Hip-Hop-Bereich war das sehr, sehr besonders, sehr ein Phänomen. Deswegen haben wir das gefeiert. Heute ist es einfach die Regel. Jeder muss erzählen oder jeder berichtet darüber, wo welche CD in den Charts gelandet ist und so weiter. Dafür musstest du früher eine Media Control Zeitung kaufen, um das zu wissen. Das hat sonst keiner geschrieben. Das ist auch nur so ein Hip-Hop-Phänomen geworden, zu sagen, wie viel hat man verkauft,
Auf welchem Platz ist man gelandet und so weiter. Ich will da nicht mitspielen. So, es ist schön für mich als Künstler und jeder Künstler will natürlich auch wissen, wo ist er gelandet, aber das ist jetzt groß breit treten und so ist affig. Also mittlerweile ist es affig. Weil kannst ja nicht sagen, wenn irgendwem seine CD auch sonst irgendwo landet, dass die keinem gefallen muss. Kann ja sein, dass die dir gefällt, aber die Leute nehmen die Charts als Maßstab, ob die Sache gut ist oder nicht. Und das ist schade. Wenn man ein bisschen jetzt zurückgeblickt, lass uns auch ein bisschen in die Zukunft blicken. Ich habe dich in einem Interview sagen hören, dass du so ein bisschen auf der Suche warst nach einem neuen Sound. Also du hast gesagt, du möchtest nach wie vor Hip-Hop machen, aber du willst irgendwie was Fresheres, was Originelleres. Hast du da mittlerweile den Weg gefunden und den Sound, nach dem du gesucht hast? So, ein bisschen. Ich weiß, mit wem ich es mache. Es wird auf jeden Fall Paunisa, Marek und Desu. Ja. Das Team wird es werden. Und die sind schon dabei und das klingt schon besonders. Ein bisschen was davon konnte man ja, also die Richtung konnte man schon auf dem Motrip-Album hören, finde ich. Ein bisschen was davon. Aber es soll noch organischer werden. Das ist das richtige Wort. Organisch. Ja, organisch heißt jetzt nicht so elektrisch. Das heißt mit Band und so. Zum Beispiel. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Es gibt Drummer und so nehmen ja nicht immer dieselbe Snare, sondern es kommt ein neues Lied, dann legt man vielleicht eine neue Snare hin oder dreht an der Snare, macht die ein bisschen weicher oder härter und so weiter, dann klingt die wieder anders. Man kann auch ein Becken auf eine Snare legen und dann auf das Becken hauen und dann klingt es wie so ein krasses Scheppern, wie so ein riesen krasser Clap und so weiter. Das geht. Also man kann ein bisschen rum experimentieren mit Instrumenten, mit herkömmlichen Instrumenten kann man auch ein bisschen rum experimentieren und die anders klingen lassen. Man kann zum Beispiel mit einem Aufsatz auf der Gitarre kannst du Piano-Sounds auf der Gitarre spielen. Das ist doch mal nie. Also, weißt du, da kommen doch bestimmt ganz andere Griffe bei rum und es klingt doch bestimmt ganz anders, als du es auf dem Piano spielen könntest. So eine Sachen könnte man alles mal ausprobieren. Du bist gerade schon ein bisschen dabei, auszuprobieren. Ich bin leider nicht so viel im Studio gerade. Weil du drehst, oder? Auch, aber jetzt sind wir auch gerade vor Weihnachtszeiten, da gibt es viele andere Sachen zu organisieren. Aber ich denke viel drüber nach. Ja, und wenn ich dann mal im Studio bin, probieren wir mal ein bisschen was aus, aber nicht so intensiv, wie ich es gerne hätte. Das machen wir dann im Februar, fangen wir an damit. Und wollen wir über den Dreh noch sprechen? Du bist mit Didi Hallervorden und Jan-Josef Liefers gerade dabei, einen Film zu drehen. Kam jetzt, glaube ich, für viele Leute relativ überraschend. Und der Fuchsberger. Blacky. Blacky hoch. Seine letzte Rolle. Seine allerletzte. Und du bist dabei. Ich darf dabei sein, ja. Es gab da ja auch verschiedenste Medienberichte zu. Wie hat es dir gefallen, dass das mehrfach auch geschrieben wurde, das, was du am besten kannst, der Prügel-Rapper, den wirst du spielen? Also ich muss niemanden verprügeln in dem Film. Rüpelrapper, glaube ich, haben sie Nee, auch. da stand Prügelrapper. Also die Österreicher nennen mich jetzt mittlerweile Die Prügelrapper. kennen dich da jetzt alle so? Ich glaube, das ist so die. In Deutschland bin ich, wenn es die Überschrift über mich gibt, ist der Rüpelrapper. Und in Österreich ist mittlerweile der Prügelrapper draus geworden. Wie kommst du damit klar mit diesem Spitznamen? Genauso wie mit Rüpelrapper. Also ich überlese es einfach, weil es mich, wenn ich mich darauf einlassen würde, würde es mich ärgern. Also ich finde es affig, mich also jemanden so zu betiteln, warum nicht einfach Rapper? Sag doch für die ganzen spießigen Typen sowieso genau dasselbe. Rapper sind Leute, die rüpeln und prügeln. Kiffen und saufen. Diese Geschichte, die da dazu geführt hat, dass man dich eben Prügelrapper, Rüpelrapper, was auch immer nennt, spielt die noch irgendeine Rolle gerade bei dir? Hat das irgendwelche Folgen, Auswirkungen? Ich muss zur Einvernahme. Das ist die eine Aussage. Muss ich machen, also in Österreich. Habe ich aber noch nicht gemacht. Die haben schon nachgefragt, weil die haben ja gedacht, ich wohne noch in Österreich und hätte da einen Wohnsitz. Hatte ich nie. Ich habe da gewohnt, aber ich hatte da nie einen Wohnsitz. Ich war da also nie angemeldet. Und ja. Kann schlimmstenfalls passieren. Nix. Also da kann nichts passieren. Da gibt es keinen Knast oder irgendwas. Ich glaube, schlimmstenfalls zahle ich ein bisschen Geld an irgendeine öffentliche Einrichtung für Kinder oder irgend sowas. Wir haben Also, lange. was ja nicht schlimm ist. Das wäre ja was Schönes eigentlich. Das wäre doch gut, gerade vor der Weihnachtszeit. Sind ja alle bedürftig und wir haben leider nicht mehr viel Zeit. Lass uns noch über. Wir haben ja gerade schon über Was deine. hat Justin so lange zum Aufbauen gebracht? Nee, weil du hier 85 Interviews machen musst. Achso, ja.
daran liegt's. Aber wir haben ja, wie gesagt, schon viel Zeit neulich verbracht. Lass uns noch über einen Kollegen von dir sprechen, mit dem man dich in letzter Zeit sehr, 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 sehr oft sieht. Du hast auch gerade ein Video mit ihm veröffentlicht. Ach so, der Herr Basso, dann Hengst. B-S-H, bitte nur noch. B.H.S. Nee, B.S.H. So ist richtig. Ihr habt zusammen meine Jordans veröffentlicht. Yeah. Er ist ja, glaube ich, jetzt komplett weg von Mörderbass. Wie wird das dann in Zukunft weiterlaufen? Habt ihr jetzt nur eine freundschaftliche Kumpelbasis und ab und zu mal ein Feature oder wirst du ihn auch auf seiner Karriere jetzt in Zukunft regelmäßig begleiten? In erster Linie eine freundschaftliche Kumpelbasis. In erster Linie. Und dann bin ich gerne bereit, auch meine Kanäle und Kontakte zu nutzen, um ihm weiterzuhelfen. Wenn er das möchte. Ich weiß gar nicht, ob es die Zeit jetzt überhaupt noch zulässt, aber eigentlich jetzt ist auch niemand mehr im Raum, deswegen stelle ich einfach die nächste Frage. Wenn du wiederkommst, machst du einfach den bösen Blick. Du machst den bösen Blick. Also es ist tatsächlich auch jetzt nicht so ein angenehmes Thema, aber... Wie dick ich geworden bin, meinst du? Wie dick ist es? Also, ich mein, Fett sagen, oder? Eigentlich wollte ich gar nicht darauf hinaus. Und deswegen esse ich auch hier nur so Gemüse, damit ich da kein falsches Bild überliefere. Ist es das, was dir am meisten gerade im Kopf schwebt, wenn ich sage, ein unangenehmes Thema? Du bist dick geworden? Wenn wir es jetzt angesprochen hätten, wäre mir das unangenehm gewesen, ja. Ich wollte eigentlich was anderes ansprechen, weil wir haben ja über die Vergangenheit gesprochen, über die Zukunft, über Weggefährten. Wir haben, glaube ich, darüber noch nie so richtig gesprochen, über jemanden, der dich ja lange Jahre begleitet hat und der auf einmal dann quasi nicht mehr da war. Ja. Nein, über den wollte ich nicht sprechen, sondern über Alpagan. Und der hat ja bei uns im Interview damals relativ offen seine Sicht der Dinge erklärt. Und ich glaube, dass manche Menschen nach wie vor und vielleicht auch jetzt im Zuge eines Best-of-Albums so ein bisschen darauf warten, ob von dir irgendwann mal eine Stellungnahme dazu kommt. Oder hast du das Thema so weit zu den Akten gelegt, dass es nicht mehr wert ist, darüber irgendwann nochmal zu sprechen? Das Thema ist einfach nicht schön. Kein Thema, über das ich gerne rede. Aber was, wenn ich mich so mit anderen Leuten unterhalte darüber, was anscheinend eine Sache ist, die ich schon hätte kommen sehen müssen. So. Und eine Sache, die vielleicht auch nicht ausbleibt, wenn zwei Karrieren so weit auseinandergehen und so weiter. Ich glaube, ja, ich rede darüber nicht. Zumindest nur die Frage, ob für dich im Raum steht, dir jemals vielleicht eine Versöhnung oder irgendwas anzustreben, oder ist das ausgeschlossen? Ich fühle mich nicht wie im Streit mit Alpa, um das gleich mal zu sagen. Ich fühle mich nicht, als hätte ich Streit mit Alpa, und ich fühle mich nicht, als gäbe es da, also ich weiß, da gibt es bestimmt Sachen zu klären, aber ich fühle mich nicht, als würde ich die klären wollen, weil dann doch ein bisschen zu viel vorgefallen ist, und ich finde, ich hege keinen Groll, und dabei sollte man es belassen. Wir haben ja gerade schon ein bisschen alles Mögliche reflektiert. Lass uns jetzt noch zum Ende des Jahres generell Rap 2012 kurz reflektieren. Du bist ja jemand, der oft auch twittert über verschiedene Alben, über verschiedene Rapper. Yes. Du bist auf jeden Fall dabei und man merkt, du hörst dir immer alle Releases an. Ja, nicht alles. Aber ziemlich viel. Ja. Was ist dir jetzt so am prägnantesten im Kopf geblieben im Jahre 2012 in Sachen Rap? Moses. Dein Lieblingsalbum, Geteiltes Leid. Also das ist riesengroß. Lyrisch 1A. Also genau das, was man von einem Mann seines Statuses und seines Lebensstandards erwartet, finde ich. Super. Super Album geworden. Also auch, also ich meine, das ist jetzt keine leichte Kost. Das ist keine Musik, die man so nebenbei hört, sondern das hört man dann beim Autofahren und so weiter. Man muss aber auch richtig hinhören. Und es macht Gänsehaut. Ich finde, das ist ein super krasses Album. Ja, ich finde Xavash leider nicht so krass. Das hat dich enttäuscht? Nicht wirklich enttäuscht, weil ich nicht so viel... Also ich hatte keine Erwartungen in dieses Album, wie in Moses sein Album zum Beispiel. Da habe ich was erwartet und das wollte ich unbedingt hören. Bei Xavash wusste ich ungefähr, was mich erwartet, und das war es dann eben auch, was ich gehört habe. Es hat mich nicht so umgehauen, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir müssen leider zum Ende kommen. Hast du nicht noch eine Frage? Achso, es ist schon okay. Kicke. Dann können wir noch weiter quatschen. Gab es denn für dich so den durchstartenden Rapper, also was deinen Geschmack betrifft, nicht jetzt den offensichtlichen, wenn wir jetzt zum Beispiel an Crow denken oder so, gibt es für dich einen Rapper, der so 2012 auf die Bildfläche getreten ist, wo du sagst, das kann ich feiern? Ich habe mir gestern Weekend angeguckt, falls du auf so jemanden ansprichst.
Ne, Weekend auch nicht. Ist nicht so dein Ding. Schon okay. Schon okay, aber dann doch zu freestylig. Ja? Ist ja auch ein Problem, was Fahrt hat. Fahrt ist freestyle-mäßig und wenn er es nicht so auf den Beat rüberbringen muss, was er da sagt, dann ist er super. Aber auf Musik ist es nicht mehr gut. Ja? Ich finde Yoshimitsu nicht so schlecht. Yoshi, wie heißt der? Yoshimitsu. Mitsu. Mitsu ist der Mitsu ist der Produzent. Produzent, Yoshimitsu ist der Rapper. Genau, den finde ich gar nicht so schlecht. Und Contra K finde ich auch gar nicht so schlecht. Wer weiß, was da passiert. Also ich höre mir das an und ich kann sagen, das finde ich gut und neu und fresh und irgendwie, ja, hat das was. Und auch, ich mag auch, wie die Leute dann auf so eine, wenn die Leute auf richtig, auf so Hip-Hop-Beats und nicht diese Dirty South-Beats mit 808s und sowas zurückgreifen, sondern wenn es richtige Drums und Bässe sind, dann mag ich das sehr gerne. Du hast ja jetzt auch gerade neben meine. Genetik zum Beispiel. Aber du wolltest ja von neuen Leuten aus diesem Jahr sprechen. Aber Genetik haben das zum Beispiel, dieses Gefühl haben die sehr. Jetzt, wo wir doch noch ein Aber bisschen. mag ich auch sehr gerne. Und Hiob. Weißt du, wo Hiob noch V-Mann war, war. Ach. Ich meine, die haben schon immer so ähnlich gerappt, aber da war das nicht so interessant für mich. Mittlerweile finde ich das super. Aber ich kann, wenn ich das anmache im Auto und Kumpels dabei habe oder so, dann darf das nicht länger als 20 Sekunden laufen, dann kriegen die eine Macke. Weil das ist ja wirklich auch. Weil die das nicht verstehen können Ja, oder ja. nicht fühlen. Ja, wahrscheinlich fühlen sie es nicht, aber es ist ja sehr rap-spezifisch, sehr, sehr elitäre Musik, was sie da machen. Aber ich fühle das und ich finde es großartig. Ich wollte die Zeit noch nutzen, wenn wir jetzt noch Zeit haben, über einen anderen Track zu sprechen, den du gerade jetzt noch frisch veröffentlicht hast. Ich will mein Berlin zurück. Ja. Eine traurige Geschichte für jeden Berliner sehr nachvollziehbar. Wenn du dir dein Berlin jetzt zusammenbasteln und wünschen könntest, wie es heute aussehen sollte, wie wäre Berlin? Dann wären in Kreuzberg und Neukölln wieder nur die Kanaken, ja, wie es sich gehört. Das ist Kreuzberg, ja, 36 Boys, 36 überhaupt. Kolonie Boys im Wedding. Ja, und da Windscheidplatz, nur die Berliner Homosexuellen, ja, und nicht schon die Schwaben, weil die Schwaben überlegen sich, wenn sie eine Familie haben, gehen sie nach Prenzlauer Berg. Wenn sie auf Männer stehen, gehen sie nach Windscheidplatz. So ungefähr. Aber viel zu viele Schwaben und das ganze Ost-Berlin. Und ich glaube aber, man muss den Schwaben auch schon einen großen Anteil daran geben, dass Ost-Berlin sich so urban, also die ganze Urbanität verändert sich und wird ja sehr modern. Was natürlich gut ist, weil keiner hat sich davor darum gekümmert und der Osten sah schon so sehr klischeemäßig Osten aus. Dunkelgrau, die Häuser alle ein bisschen runtergekommen und so weiter. Da haben die Schwaben schon einen großen Anteil dran, dass das nicht mehr so ist, dass der Osten. Aber dafür haben sie sich den ganzen Stadtteil, den sie da aufgebaut haben, haben sie für sich vereinnahmt. Und das finde ich alles sehr schade. Es gibt so Getränke. Also du findest kaum noch eine normale Cola, wenn du in so einen Gegenden bist. Ja? Also Clubmate. Oder so, die Schuhe haben keine Sohle mehr. Kannst du Club Mate trinken? Ich hasse Clubmate. Das schmeckt für mich wie ausgekochte Socken. Ich schwöre dir, kein Es Spaß. gibt ja nur Menschen, die es hassen oder lieben, ne? Ja, ich bin einer von den Hassern. Ich mag auch diese Schuhe. Guck mal, Justin hat genauso eine Schuhe an. Die haben keine Sohle mehr. Und es schneit draußen. Ja? Ich habe ja gedacht, im Winter, ich kenne ja die Hipsters erst seit dem Sommer. Kannte die ja noch nicht vorher. Und Hast du im Sommer den ersten Hipster deines Lebens gesehen? ja, voll. Oder die sind im Winter versteckt oder so. Weil die Klamotten sind zu kalt. Die müssen irgendwo an so einem Ofen hängen so, und so zittern so an so einem Ofen und hoffen, dass jemand Kohle reinwirft. Nee, aber. Ich bin ja gespannt auf wie diese Hipster-Mode im Winter wird. Ja? Hat man dann eine Daunenjacke mit so riesen V-Ausschnitt? Oder man lässt die Brusthaare einfach so viel wachsen, dass man gar kein Pullover mehr braucht. Obwohl ich habe neulich irgend so ein komisches Foto gesehen, da wurdest du quasi auch als Hipster bezeichnet. Da gab es so ein Foto mit so deinem Seitenscheitel, deinem Bart, irgend so einem Hemd und da stand auch drunter hier, wer ist jetzt hier ein Hipster oder irgendwie so. Ja, wer? Also die Frage lässt sich ganz einfach, also da muss jeder nur gucken, lässt sich beantworten. Das ist ja das Problem. Hipsters sagen ja von sich, dass sie keine Hipsters sind. Also müsste ich jetzt sagen, ich bin ein Hipster, damit ich keiner bin oder so. Aber Also du hast gerade gesagt, ich bin ein Hipster. ja, okay, dann bin ich ein Hipster, weiß ja sowieso jeder besser, dass ich keiner bin. Also. Und wenn ich einer bin, bin ich irgendwie doch ein Cooler. Und um nochmal auf Berlin zurückzukommen, wirst du diese Stadt irgendwann komplett verlassen, wenn es sich weiter so entwickelt, wie du es nicht magst? Und in welche Richtung? Wohin?
In welche Richtung es sich entwickelt? Ja, nee, ich meine, wohin würde ich gehen? In welche Richtung? Ja, das ist ja die Frage. Also, wenn Deutschland, dann Berlin. Auf keinen Fall woanders. Österreich fällt aus. Ich bin da gerne, aber man ist da auch schnell, aber auch schnell wieder zurück. Also. Wäre Norwegen eine Option da, wo du gerade deinen Geburtstag gefeiert hast? Nö, hinziehen nicht. Aber da sein des Öfteren finde ich schon schön. Ich finde es eine schöne Gegend. Also ich war das erste Mal da, ich hatte große Angst vor Norwegen, weil es ist jetzt für mich kein Land, wo, oder ich dachte, es sei kein Land, wo man Urlaub machen könnte. Weil Urlaub ist für mich so Strand und Palmen und so weiter. Aber das würde schon klar gehen. Also Norwegen ist schon ein schönes Land, auch im Winter. Aber wenn Ausland, dann richtig. Also ich könnte, und darüber überlege ich schon eine ganze Weile, aber ich habe mich noch nie so richtig umgerungen, wäre Los Angeles. Da könnte ich wohnen. Alle Rapper wollen jetzt nach Amiland ziehen. Ja. Ja. Ich will nicht nach Amiland ziehen, nur jetzt gerade, sonst wäre ich schon da. Wie gesagt, ich habe drüber nachgedacht, nach Amiland zu ziehen. Und ich will jetzt nicht schon wieder die Disses auspacken und so weiter. Wer alles nach Amerika ziehen will und wer kann und wer nicht. Wenn du dissen möchtest, dann bitteschön. Auf keinsten. Wir waren gerade bei Hipstern. Lass uns nochmal zurück zu Beste kommen. Weil ich habe nämlich gerade, weil ich dachte, wir haben hier nur 10 Minuten Zeit, ganz viele Fragen einfach weggeworfen. Aber jetzt anscheinend interessiert es hier keinen mehr. Wir können, glaube ich, der Bildfuzzi, der zu spät kommt. Ja, der kann auch ruhig mal ein bisschen warten hier. Ja. Die Bildzeitung war das wichtiger. Genau. Du hättest eigentlich tatsächlich fast einen Hipster auf dem Album gehabt, nämlich Yellow Wolf. Das ist doch kein Hipster. Natürlich ist der ein Hipster. Nein, der ist ein Rocker, Hillybilly-Rocker. Aber der hat schon was Hipstereskes. Hipster haben so so Schnauzbärte, so voll gepflegte Schnauzbärte. Und so, ich meine, wenn man seine Mütze so aufsetzt, dann kommt man schon in den Verdacht, Hipster zu sein. Wa? So, wenn man so den Haaransatz sieht, so ein bisschen. Ja. Kommt man schon in die Schublade Hipster. Ich trage die Mütze öfter so, wenn es zu warm wird irgendwo drin. Ja, es ist aber auch wirklich heute kalt draußen, dann kann man auch mal Mützen tragen. Ja. Also, okay. Ich finde Yellow Wolf kein Hipster. Yellow Wolf ist genauso viel Hipster wie du? Nee. Dann ist er, ich finde, der ist schon näher an Hipster als. Ja, siehst du jetzt? Also. Ja, näher, aber ist immer noch keiner. Okay. Ja, auch hier Machine Gun Kelly ist keiner. Ich glaube, der sollte ja eigentlich auf dem Track sein, auf dem dann tatsächlich am Ende Chidi Bang gelandet ist und Motrip. Nee, war ein anderer. Sollte ein ganz anderer Song werden mit Yellow Wolf. Du hast dann aber irgendwie gesagt, dass er zu abgespaced ist? Also, ich habe die Show auf Splash gesehen von Yellow Wolf. Und das war eine einzige Enttäuschung, riesen Enttäuschung, weil der hat dann angefangen, also 3 Songs gespielt und dann hat er 15 oder 20 Minuten Lieder von anderen Leuten gespielt. Guns N' Roses Lieder, Neil Diamond oder irgendwie, der hat ganz verrückte Sachen gespielt und hat dann dazu so gesungen und sich so gefreut. So. Das war seine Show. Das hat dich dann so abgetönt, dass du gesagt hast. Ja, da muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben und so der. Also, ich kenne ihn ja anders, aber das Problem ist, wenn du so unter so einem Druck stehst, ein Album zu machen. Also du hast noch kein Album und stehst komplett unter Druck für dein erstes Album, weil du jetzt bei Eminem bist und so weiter, dann kann das sehr in die Hose gehen. Und ich finde, bei ihm ist es in die Hose gegangen, leider. Ja, bei ihm ist ab dem Tag, wo er da unterschrieben hat und da sein Business gemacht hat, ist es so bergab gegangen bei ihm. Schade. Jetzt haben wir tatsächlich nur noch eine Minute Zeit. Der Bildredakteur möchte dann doch jetzt mit dir sprechen. Wann treffen wir uns wieder? Wie wahrscheinlich ist es, dass du im Jahr 2013 dieses organische Album veröffentlichst? Das ist sehr wahrscheinlich, weil ich ja im Früh im Jahr anfangen werde. Also ich fange im Februar an und es ist schon sehr wahrscheinlich. Ich möchte es trotzdem nicht versprechen und möchte kein Datum sagen, weil mich das unter Druck setzen würde. Dann müsste ich bis dahin fertig sein und das möchte ich nicht. Wenn es nicht fertig wird, kann es auch sein, dass es 2014 kommt, aber dafür ist es dann die Bombe. Gibt es sonst noch geheime Projekte, von denen du uns nichts erzählt hast? Ich glaube, neben dem Filmdreh kommen noch die Kopfhörer, dann kommt das Album und... Ja, dann kommt das Album, dann... Schreibe ich immer noch an so Fernsehsendungen und produziere Fernsehsendungen und so weiter. Und ja, ich hatte sogar das Angebot, die neue Staffel, wie heißt denn das hier? Cover My Song. Die sollte ich produzieren, die neue Staffel. Und warum hast du es nicht gemacht? Weil ich das Konzept, wie es war, nicht mochte. Und ich hätte sehr viel umgeschrieben und anders gemacht. Und dann hat das auch Vox schon sehr gut gefallen. Aber dann hat Cover My Song einen Preis bekommen. Fernsehpreis, irgendwas für beste Musiksendung oder irgend sowas bekommen? Ich glaube, die haben sogar den, ja, war das der deutsche Fernsehpreis? Ja. Ja, den haben die bekommen für diese Sendung. Und jetzt wollen sie sie wieder genau so machen, wie sie war, weil die hat ja einen Preis bekommen. Die kann man also auch wieder genauso machen und das möchte ich nicht.
Also wenn dann so, wie ich die umgeschrieben hatte. Aber eventuell andere Fernsehsendungen, die man dann irgendwann irgendwo sieht. Genau, also da sind wir sehr dran. Und da schreiben wir schon fleißig und haben auch Ideen, die den Leuten gefällt und so weiter. Und also Fernsehen wird schon passieren nächstes Jahr, ganz sicher. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg mit allem drum und dran. Wir sehen uns einfach spätestens auf dieser Couch wieder. Genau, aber kein Rap-Quiz mehr. Rap-Quiz, wie kommst du denn auf Rap-Quiz? Ich hatte jetzt genug Web-Quiz und jetzt, man muss immer mit einem Sieg vom Platz gehen. Ich hätte dich jetzt auch nicht nach einem Rap-Quiz gefragt. Okay. Aber irgendwann vielleicht ja mal wieder. Wer weiß. Vielleicht, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Hast du noch abschließende Worte? Wer die Clementine mit Haut isst, ist eklig. Dankeschön.